Nein. Los jetzt, los! Beeilt euch doch mal! Nee. Los! Ah. Was machst du? Das kann ja nichts werden. Nein! Nein! Ich hab's ein bisschen spannend gemacht. Oh ja, mein ja. Gott. Jetzt sowas von müde, aber ich glaube, so ein paar Minütchen für ein Nickerchen habe ich jetzt noch Zeit. Das mache ich jetzt auch, bevor es weitergeht. Was ist das für ein komisches Geräusch? Was ist das? Da läuft irgendeine Zeit ab. Und was ist das hier für ein... Was ist das hier für ein Zettel? Nina befreien? Schlüssel aus Käfig holen? Wie soll ich das denn machen? Ich kann meine Arme gar nicht bewegen. Hey Siri! Schicke Nachricht an Khan. Komm in die Wolke, ich brauche Hilfe. Wo bleiben die nur? Da seid ihr endlich. Was ist hier los? Ja, könnt ihr mir mal helfen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aufgewacht und habe dieses Tiny um den Bauch. Nina, das ist ein Zettel. Befreien. Schlüssel aus Käfig holen. Ach, Käfig, das ist bestimmt das hier gemeint. Ja, 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 warte, warte. Ja, komm, wir müssen Nina, wir befreien dich. Keine Panik. Okay, ich glaube, wir müssen den Schlüssel jetzt von hier rausholen. Ihr seid witzig, ich habe keine Ahnung hier, was das ist. Hier, willst du noch? Ich versuche mal hier mit. Los Leute, jetzt! Beeilt. Wie lange haben wir denn Zeit? Keine Ahnung, hier steht nur noch was von 160 Sekunden. Oh, oh. Aber warte, ich hab's jetzt, glaube ich. Beeilt euch! So, und jetzt, wo kriegt man den jetzt raus? Hier. Ja, ist doch gar kein... Ach, hier. Da oben, es sind manchmal so Löcher. Hier. Karl, helf mir doch einfach. Ja, warte. Durch. Kann ich rausnehmen? Ja, warte. Noch ein bisschen. Leute. Oder so, warte. Geht das jetzt nicht so? Und dann... Ja, ja, perfekt. So, okay. Ich glaube, hier brauchen wir den Schlüssel. Mhm. Okay, ja. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier aufgaben? Ja. Ah, okay. Was steht da? Du musst erstmal 031 eingeben. 031. Ist was eingegeben. Ja, und jetzt? Was die richtige Kombination ist? Ich weiß nicht, B vielleicht? Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Nächstes Rätsel. Nimm irgendwas anderes. Okay. Nächstes Rätsel. Hier. Ich habe nur noch 100. Ja, wir kriegen es hin, keine Sorge. Das ist eine Meisteraufgabe. Okay, das war's für mich. Ja, auch für mich. Ich habe schon gelöst. Blau ist 4, sag ich. 4? Ja. Okay, also, was ist das? C. C. Und jetzt weiter drehen oder wie? Ja. Nein, ihr müsst, wenn den schwarzen Knopf. Achso, an der Seite da. Okay, ah, ja. Perfekt. Nächste. Nächste. Oh, das jetzt ist 009 und du, ich versuche mal hier ja. den Weg. Gebe das ein. Leute, D. Ja. Noch 100. D. D. 110 Sekunden. Ja. Sehr gut. Ja, wir haben es echt geschafft, keine Sorge. Und hier, aber wo ist der Schlüssel? Ich gebe 1032. Ich sag D wieder. D? Mhm. Ja. Ja. Okay, können wir nicht. Ich einen. Ne, einen noch. Wir brauchen noch einen Rätsel. Okay. 038. Leute, ihr lasst euch echt zu viel Zeit. Ja. Und A. 038 und A. Nein! Nein! Ich sehr schnell! Mach, mach! Warum war das? Wir müssen noch weiter! Weiter, noch weiter! Weiter. 002. Oh, Leute, echt! D vielleicht? Wir haben noch ein bisschen. D? Noch 92 das Sekunden! Das Einzige ist, was anders ist. Ja, ja. Komm, nächste. Hier steht noch 029. Drei Karten. Ich glaube, weil ihr 4 gemacht habt, hat sich das wieder eingezogen. D? Mhm. Ja, okay. Aber die, es kommt ja nicht raus. Ah, jetzt wieder eine Rechnung. 0, 2, 8 und 10. 10. Ist A. Ja. Noch 80 Sekunden. Ja, und jetzt? Vielleicht, ah ja, vielleicht einfach ausholen. So. Okay. Okay, jetzt? Schlüssel, da ist ein Schlüssel. Du hast doch genügend Zeit, chill. Und? Gott sei Dank! Meine Güte! Was wäre passiert, wenn die Zeit abgelaufen wäre? Wahrscheinlich gar nichts, wie ich dich kenne. Was ist das überhaupt für ein Teil gewesen? Ich habe hier geschlafen und dann ist dieses Teil einfach um meinen Bauch geschlagen. Wart ihr das? Guck dir das mal an. Das war die Escape Mission, Mission Escape. Und warum habt ihr das jetzt auf mich abgesehen? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Hättet ihr das nicht anders? Warum? Du hast, du hast voll Panik wieder bekommen, oder? Natürlich. Ja, das ging. Weißt du, guck mal, weißt du wieso? Ich erzähle dir jetzt wieso. Guck mal, ich kann dir erzählen. Mach mal Platz, mach mal Platz. Ich habe schon echt ein bisschen einen Schock gekriegt. Kannst du dich noch an die Pausenschleim-Challenge erinnern? Ja. An die erste? Ja. Was da los war? Das wird ein richtig schöner, mädchenhafter Schleim. Mann! Was soll das? Ich wollte gar nicht so viel. Oh. Was nimmst du nicht? Du mal ein bisschen auf grün machen kannst. Und jetzt darfst du weiter. Nein! Ja,
hasse dich! Ein bisschen verdient hat sie schon, oder? Und weißt du noch bei der letzten Pausen-Slime-Challenge, als ihr euch gegenseitig manipuliert habt? Hey! Machst du das? Ey! Hör mal auf jetzt hier! Ey, hör auf! Tati, kannst du mal aufhören, das immer zu sagen? Achso, das war jetzt total überfordert. Das war natürlich. Also, du hast in letzter Zeit ein bisschen übertrieben, deswegen dachten wir uns, komm. Ist ja geeignet für Kinder aber ab 7 Jahren und von Goliath übrigens. Wenn ihr euch mal in meine Situation hier hineinversetzt, ihr macht ein Nickerchen und wacht mir so ein Teil hier wieder auf. Ja! Ich hab keine Ahnung gehabt, wie ich das lösen soll. Alleine ging das ja auch nicht, wenn ich hier meine Hände so, hier wisst ihr was? Hab. Weißt du was? Komm, ich mach das jetzt auch einmal. So, du willst das auch mal. Ja, ihr könnt jetzt beide mal das Ding hier lösen. So, wo ist der Schlüssel? Nein. Achso, so, willst du dich gar nicht fesseln? Warte, doch, doch. Aber ich wollte den Timer nochmal stellen. Ich glaub, okay, dann könnt ihr das jetzt mal spielen. Ich will gar nicht mehr, ich will sowas von nicht mehr. Das ist so ein Schockspiel gerade für mich gewesen. Mir hat super viel Spaß gemacht. Das sind richtig coole, spannende kleine Rätsel, die man hier lösen muss. Hey, ich mache auch 180 Sekunden. Hast du den Schlüssel noch? Ja, hier. Genau, den muss ich natürlich jetzt wieder hier drin verstecken. So, wenn er um Ninas Bauch passt, dann muss er doch bei mir definitiv auch passen. Das heißt, das kann jetzt weg. Oder das ist ja die Anleitung aufgegangen. Aber nett, dass ihr hier noch so eine Anleitung geschrieben habt, damit ich weiß, dass es darum geht, mich zu befreien. Aber warum geht das denn jetzt nicht mehr? Wisst ihr was? Ich mach das jetzt hier um meine Hände. So, ihr könnt schon mal starten. Hier, hier, hier. So. Gut, ich drehe schon mal hier. So, Timer beginnen lassen. So, von dieser Seite muss ich. Warte, warte, hallo! Es fängt da doch gar nicht an! Ich bin aber schon bereit. Okay. Das ist derselbe, ne? Okay. Ihr müsst nur eins wissen, ich bin sehr, sehr nervig, wenn es um sowas geht, ne? Wir hätten ja auch bei dir viel weniger Zeit einstellen können, ne? Wenn es um sowas geht, bist du nervig. So, nein. Los jetzt, los! Beeilt euch doch mal! Mein was Gott. Macht ihr denn? Nein, warte, hey, du sabotierst. Hey! Gib das hier hinten raus. Nein! Ihr habt nur noch ein paar Sekunden Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Warte mal, oder wir machen wieder wie vorhin. So. Ob das erlaubt ist, keine Ahnung. Wir lösen das Rätsel trotzdem. Steck fest! Vielleicht können wir ja mal Kati fesseln und dann noch weniger Zeit. Mhm. Achso, wie war das nochmal? Hier, Schlüssel rein. Schlüssel rein. Schlüssel aus Käfig holen und Schlüssel! Kryptex stecken. Okay, nächstes Rätsel. Wie viele Schlüssel das sind? Erstmal 126 eingeben. 026. 026. 18 Schlüssel D. 026 D. D? Mhm. Los! Jetzt mach doch hin! Oh mein Gott! Nee. Okay, nächstes Rätsel. Das war falsch! Was ist das hier? Achso, welcher ist anders als alle anderen? Leute! 025 A. Jetzt macht schon! Ja, das war richtig. Richtig. Hier kommt der Schlüssel langsam raus. Welcher Schlüssel passt hier zu? 030. Und das ist der richtige Schlüssel ist. Ich lasse dich chill hier ein bisschen. C, oder? Ja, würde ich auch sagen, C. Ja. C. Okay. Jetzt und war's. Das ist auch schon wieder was mit einem Schlüssel. Welcher Schlüssel ist anders? Nee, welcher Schlüssel ist der? Der abgebildete. A, oder? Oder der hier. Nee. Los! A, A. A. Welche Nummer? 045. Oh Gott, das ist so ein richtiges Panikspiel. 045 A. Okay. Yeah. Ja, raus damit! Raus damit und? Befreien! Befreien! Wie geht das? Ach, zu drücken? Nein, da vorne aufmachen! Gib nicht auf, Achtung! Doch! Oh, Gott sei Dank! Oh Mann! Kathi! Also bitte! Na gut, dann werde ich es jetzt auch einmal machen. Aber dann können wir weniger Zeit machen, dann wird es ja, ich mache. Mal gucken, ob ihr die Rätsel auch so gut lösen könnt wie ich. Wir machen mal 90 Sekunden. 90 Sekunden. Oder wollen wir in einer Minute? Nein, 90 Sekunden ist okay. Okay. So, am besten auch hier einmal. Fessel mich hier einmal, genau. Wie kannst du meine Beine gleich mitfesseln, wenn du willst, hier so dran fesseln. Nö, ne? Das reicht. So. Okay, so. Schlüssel, ist der wieder drin? Nee, da muss noch hier. War das der richtige Schlüssel? Ja, ne? Ja. Ja. Okay, 3, 2, 1. Okay. Aus der. Ja. Aus der. Kannst du das besser? Ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Bin da ganz ehrlich. Beeilt euch, Leute! Was machst du da? Das kann ja nichts werden. So jetzt. So? Ja, aber du musst das hier oben durchkriegen. Also eigentlich musst du. Oh Gott, ich kann gar noch nicht. Noch 77 Sekunden! Oh Gott! Du Grobmotoriker, gib dir das warte, mal. Warte, dann hol ich dir von hier. Ja, mach mal. Hier, schieb nach. Ja, ich hab schon.
So. Oh Gott sei Dank. Okay, so. Hier rein. Oh, ist schon aufgegangen. Ja, super, Kathi. Ich bin schon befreit. Ich bin zwar befreit, aber ich werde es. Bei mir ging das nicht so einfach. Wie war das? Auch. Nur hier ein Viertel. So? Ja, ein Viertel drehen. Okay. Erstes Ding. Welcher ist denn der richtige Schlüssel? Welcher ist ungleich? Oh. Welcher ist anders als die anderen? Ja, der hier, der hat nicht so eine. Genau, C. Welche Nummer ist das? 010. 010. C. Okay. Nächste Karte? 037 auf jeden Fall ist. B, glaube ich, ne? Das ist das Einzige, was umgekehrt ist. Ja. Ja. 037. Was hatten wir gesagt? Wie viel Zeit hast du noch? 45 Sekunden. B, ne? Die Hälfte der Zeit ist rum! Okay. Okay. Einen noch? Oh nein. Wo ist der Schlüssel? Oh Gott, da müssen wir alles durchprobieren. B, ah, nee, wenn wir B, es B, falsch B. haben, zieht sich das wieder ein. B. Ich sag B. Ich sag B und. Nein! Schnell! Es sind nur noch 32 Sekunden, Leute. Okay. 013. Ich geb die Zahl ein. C! C. 013C. Nein! Ach, C. C. Mann! Nein, auch nicht. Doch, jetzt. Doch. Okay. Welche Zahl? 033. 4 plus 6. 4 sind 6. C. 033C. Okay. Oh Gott. Wie lange haben wir noch? 19 Sekunden. 03 ist die Zahl. Und die Antwort ist C. Oh Gott. Oh, so schnell. Noch 10 Sekunden. Ich hab's ein bisschen spannend gemacht. Oh ja, mein ja. Gott. Aber dass bei der letzten Ding natürlich falsch lag, war ja klar. Naja, cooles ja. Spiel. Mission SP. Es ist echt ein richtiges Panikspiel. Ja. Ich fand's am Anfang nicht so witzig, aber als ich dann wusste, dass da nichts passiert, wenn dieses Teil. Wenn der Code selbst abgelaufen ist, dann fliegt man nicht in die Luft. Ich finde übrigens cool, dass man das auch alleine spielen kann. Man kann sich ja diese ganzen Fragen hier durcharbeiten und immer hier eingeben und sich selbst einen Countdown stellen eigentlich auch. Also, ja, wenn man, die Arme nicht gefesselt genau, sind, dann die Arme geht das nicht eigentlich. Sind, dann geht das. Dann geht das. Naja, ein cool. Sehr, sehr cooles Spiel. Mission von Goliath haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Von Goliath. Kann jetzt hier noch mit runterkommen? Für Kinder ab 7 Jahren. Man kann also quasi eine eigene Geheimagentenmission oder was auch immer nachspielen. Ja. Cool wäre natürlich, wenn man da drin irgendwas noch verstecken könnte, ne? So als Belohnung, wenn man es dann geschafft hätte. Das irgendwie so Süßigkeiten oder sich irgendwas. Sich selber Schätze verstecken. Ja, das wäre eigentlich ziemlich cool. Vielleicht eine Idee fürs nächste Mal, Goliath. Wer weiß. Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao.